Hey, Leute! Ich bin's wieder, Drache Charo mit LPN dran und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles X und Truppmission. Was zum Teufel ist das denn? Kann ich das angucken? Das sind andere Sachen. Okay, das ist neu. Das da unten, Nummer 7, Aufgaben. Ich glaube, ich soll so viele Viecher erledigen in den 20 Minuten oder so? Keine Ahnung. So, was ich tun wollte, also was tun wir heute? Wir werden heute wieder ein bisschen rumforschen. Die nächste Handlungsmission hoffentlich annehmen. Elma. Darf ich sie von Elma annehmen? Das wäre cool. Und ich wollt mir noch unser Harmoniediagramm angucken, so. Uiuiuiuiui. Also. Wie steht's denn? Also was steht eigentlich bei mir? Info. Gut, ich kenne bisher 5 Leute. Sehr gut. Also. Wir haben noch nicht mal ein Herz. Oh Mann, oh Gott, jetzt so viele Beziehungen zu anderen Leuten. Na gut. Wie steht's denn bei Miu und Lin? Auch noch nicht viel. Und sonst? Na gut. Tatsu scheint nur irgendwas mit, also zu Lin irgendwas. Freund zu Lin. Seither sind die zwei unzertrennlich. Der ist 13. Okay. Gut, wir sind also noch nicht sehr weit. Ja, mit Irina sind wir überhaupt noch nicht rumgelaufen. Ich will die Menschen um jeden Preis beschützen. Joa. Thomas, den sollten wir nicht suchen oder so? Nein, das ist der andere. Dann haben wir ganz andere Tür. Oh Gott, das wird noch. Das könnte noch. Groß werden. Alter! Na gut. Also, wir sind noch nicht sehr weit. Aber ich will gucken, was hier passiert. Wenn ich hier hingehe. Untersuchen. Die erste Harmonie-Mission, aber dafür muss ich mit Elma Harmonie haben. Gesperrte Teammitglieder sind Irina, Gwyn und Duck und Pflichtmitglieder sind Elma und Lin. Ich muss dafür sogar Level 12 sein, okay. Genau, davon habe ich ja, glaube ich, letztens erzählt, dass es Harmonie-Missionen gibt. Also wenn man die Charaktere gut genug befreundet ist. Reparaturarbeiten. Können wir da Sachen machen? Kann ich auch reden? Hallo? Haus sieht schön aus. Darf Tatsu erkunden? Will sehen, was im Raum da drinnen ist? Ja, klar, warum nicht? So, kann ich auch noch mit Lin reden? Ah, Hilfe. Ich will nicht allzu schnell gehen. So. Nein, Charo, machst du irgendwas Spannendes? Kann ich mit? Ich komme bei der Arbeit am Flugmodul für den Scale-Montan echt auf keinen grünen Zweig. So langsam tut mein Hirn weh. Ich muss raus in die Natur. Oder ein paar Münzen den Kopf abschneiden. Oder, oh ja, beides. Nimmst du mich mit? Ja, sure. Oh, danke, Charo. Ein bisschen frische Luft. Genau das Richtige. Cool. So. Lin. Komm mit. Jupp. Was? Nein, ich will nicht mitnehmen. Ich wollte nicht raus. Jupp. Ich werde mit ihnen kämpfen und wenn wir Sachen machen, die sie cool finden, dann so genau bestätigen. Dann steigt unsere Harmonie. Ah, der Kleine kommt auch direkt mit. Und dann können wir halt Harmonie-Mission machen und die Charaktere besser kennenlernen. Und das ist natürlich extrem wichtig. So. Hey, Elma. Ich finde dich immer noch am coolsten. Oh, hallo Charo, wie läuft's in deiner Division? Kommst du mit deiner Mission zurecht? Wenn du nichts wegen meiner Gesellschaft hast, würde ich dich gerne eine Weile begleiten. Aber das ist natürlich eine rein persönliche Anfrage und kein Befehl als Teamleiterin. Fühle dich zu nichts verpflichtet. Ich nehme dich voll gerne mit. Danke, es ist mir eine Ehre, Teil deines Teams zu sein. Ich mag Elma voll. Das ist schlecht. Okay, sobald ich das Spiel beendet habe, meine armen Follower auf Tumblr. Yay! Okay. Handlungsmission.
sind nicht erfüllt. Erforsche Primordia zu 15% und beende die Mission Kleines Blade einmal 1 und Sondenkunde. Okay, wir müssen die Mission Blade einmal 1 suchen. Habe ich die schon? Missionen. Nee, wir müssen Sondenkunde machen. Dafür sollten wir jetzt eigentlich stark genug sein. Wir sind alle Level 9, bald größer. Sind das Online-Typis? Die sehen wie Online-Typis aus. Schicksal! Schicksal, wie geht's? Darf ich? Deleted. Ja, ich glaube, das sind Online-Typis. Da geht's doch raus, oder? Gut. Dann wollen wir die Mission suchen und dann machen wir die. Jupp. Ich glaube, fürs Let's Play werde ich, also diese Nebenmissionen, die werde ich, glaube ich, alle machen. Also die wir von Charakteren zu bekommen. Weil die scheinen auch für die Handlung wichtig zu sein. Das ist also gut so. Und ja, also die Mission hier werde ich vielleicht, ja, also nebenbei mitnehmen, aber rein einfach so machen. Nee. Das ist eine Harmoniemission. Oh, da kriegen wir einen neuen. Ah, da gehen wir nach noch in eine neue Area. Ein neuer Rivale. Okay, das können wir erst bei Level 12. Oh Gott, das ist zu. Es gibt so viel zu tun, ne? Halt, stopp, Moment mal. Ist das die Mission, die als Fragezeichen dargestellt wird? Nein, Eleonora braucht was von uns. Hallo. Ah, Taro, du scheinst drauf und dran zu sein, dir als Blade einen Namen zu machen. Es kursieren schon die wildesten Geschichten über dich. Manche berichten von atemberaubenden Feuergefechten mit feindlichen Xenos. Andere von fremdartigen Delikatessen auf zwei Beinen, die du gezähmt hast. Oh, es war aber gar nicht meine Absicht, dich mit Smalltalk zu langweilen. Kommandant Vandam hat mich gebeten, dich über einige Dinge in Kenntnis zu setzen, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Bist du vertraut mit den Blade-Leveln? Nee, nicht wirklich. Ah, das freut mich. Dann habe ich meinen kleinen Vortrag wenigstens nicht umsonst vorbereitet. Mit Blade-Leveln verhält es sich folgendermaßen. Neuzugänge wie du starten für gewöhnlich auf Blade-Level 1. Doch mit jeder Mission, die sie zum Abschluss bringen, sammeln sie Erfahrungen als Blade und so steigt auch langsam ihr Blade-Level. Der Blade-Level ist sozusagen ein Barometer für deine Leistungen bei Blade. Die Skala endet bei Level 10. Diesen höchsten Level erreichen jedoch nur meisterhafte Kämpfer oder geniale Strategen. Als nächstes würde ich gerne auf die Visionspunkte zu sprechen kommen. Ist dir das ein Begriff? Nee. Nicht? Okay. Aber über die Division weißt du Bescheid, oder? Die 8 Divisionen von Blade übernehmen wichtige Aufgaben hier auf Myra. Jeder von ihnen eine andere, ja, das wissen wir. Sie erwarten das Frontier-Nerf, machen gewöhnliche Kreaturen unschädlich, Bergentrümmer des Weißen Wals und so weiter. Für jede Aufgabe, die ein Blade für seine Division durchführt, wird er bewertet und mit Punkten belohnt. Das sind die Divisionspunkte, die ich eben ansprach. Das Wichtigste an diesen Punkten ist, dass sie deinen Blade-Level ansteigen lassen. Und Punkte bekommst du praktisch für jeden Handgriff, den du als Blade erledigst. Angeben? Na, fragen wir mal nach. Ein höherer Blade-Level bringt dir Ruhm und Anerkennung. Und obendrein wirst du mit fantastischen Boni belohnt. Welche Boni genau das sind, verrate ich dir erst, wenn du soweit bist. Ich möchte ja nicht die Überraschung verderben. Versuche erst einmal Blade Level 2 zu erreichen. Komm zu mir, wenn du soweit bist, dann bekommst du deinen wohlverdienten Bonus. Ja. Okay, ich soll sie nochmal ansprechen. Oh, eine Sekunde. Könnte es sein, dass dein Blade Level bereits angestiegen ist? Tatsache, und um ehrlich zu sein, hatte ich mich bereits gewundert, weil du schon so zuversichtlich wirktest. Würdest du mir trotzdem nochmal zuhören? Der Vollständigkeit halber. Grundsätzlich gilt, komm immer zu mir, wenn dein Blade-Level angestiegen ist. Dann, denn sobald ich deinen Levelausstieg verifiziert habe, bin ich autorisiert, dich mit einem großzügigen Bonus zu belohnen. Heute ist der Bonus für das Erreichen des zweiten Blade-Levels fertig. Herzlichen Glückwunsch! Neuer Holo-Projektor. Ah, davon habe ich gelesen. Hast du dir deinen Bonus einmal angesehen? Solche Einrichtungen kriegen Gegenstände für die persönliche Gestaltung des Quartiers, wirst du in Zukunft öfter von uns bekommen. Das Quartier ist schließlich dein neues Zuhause auf Myra. Da ist es wichtig, dass du dich doch wohlfühlst. Reicht es also, kannst du nach deinem Geschmack ein. Du wirkst ein wenig skeptisch.
Du hattest nicht erwartet, vom Kommandanten Raumdeko als Bonus zu erhalten, oder? Nun, die Skepsis ist berechtigt. In Wirklichkeit steckt eine Petition dahinter. 100 Blade-Kollegen haben Unterschriften gesammelt und diesen Bonus beim Kommandanten durchgesetzt. Aber ich schweife ab. Zurück zum Thema. Es gibt noch einen weiteren Bonus und vermutlich wird dich dieser mehr interessieren als die Einrichtung des Quartiers. Nee, das ist cool. Das finde ich, ich liebe so, ich habe das Wort vergessen. Gut gemacht. Personalisierungssachen? Ja, fast. Halt so Zeugs, wo man Zeugs machen kann. Wow, das war jetzt super. Es betrifft nämlich sein Spezialwissen. Jeder Blade kann sich im mechanischen, biologischen und archäologischen Spezialwissen fortbilden. Momentan verfügst du auf jeden dieser drei Gebiete über Grundkenntnisse. Doch nun bist du an dem Punkt angelangt, an dem du dich weiterbilden kannst. Denn jedes Mal, wenn du einen höheren Blade-Level erreichst, kannst du bei mir eines deiner Spezialwissensgebiete erweitern lassen. Vielleicht wirst du dich zunächst ärgern, dass du nur ein Gebiet gleichzeitig aufstufen kannst, aber glaub mir, auch dies geschieht nur zu deinem Besten. Zu viel Wissen auf einmal verwirrt eher, als dass es nützt. Hinzu kommt doch, dass großes Wissen große Verantwortung mit sich bringt. Nicht auszudenken, was alles passieren könnte, wenn jemand die Absicht hätte, uns mit diesem Wissen zu schaden und in die Blade-Zentrale zu hacken. Als Absicherung erhalten deshalb nur Personen mit hohem Blade-Level, die ihre Zuverlässigkeit bewiesen haben, Zugang zu den höchsten Wissensstufen. Ah, so, genug der Predigt. Zeit für den erfreulichen Teil unseres Treffens. Welches Spezialwissen möchtest du denn heute gerne erweitern? Eigentlich, wir werden zuerst mal Mechanik, dann Biologie und dann Archäologie machen. Boah. Gut, dann erweitere ich mit ein mechanisches Spezialwissen. Das Handbuch gibt's gratis dazu, obwohl du es sicher gar nicht brauchen wirst. Damit wären wir durch. Nun hast du alle Boni erhalten, die für den Levelaufstieg zustehen. Ab heute bist du eine waschechte Blade. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Sammeln von Divisionspunkten. Und wir sehen uns wieder, wenn du Blade 3 erreicht hast, würde ich sagen. Du weißt ja, wo du mich findest. Alles Gute. Okay, so. Kleines Blade einmal, das haben wir jetzt abgeschlossen. Das heißt... 2, 20, 2... Hm? Stimmt. Ich wollte ja noch... So, bei mir... Waren das die Talente? Nein. Das waren die Klassen. Wir sind ja Novize Rang 10. Ich wollte jetzt endlich mal zum Gardisten wechseln. So, das heißt... Ausrüstung. Ich brauche ein Langschwert. Oder? Oh nein, ich habe schon eins bekommen. Ein Rekrutenschwert. Habe ich da was Cooles? Oh, Level 12. Oh, ich glaube aber, das ist eine schöne Abwehr. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und ja, ich habe die Helm ausgeschaltet. Ich mag's, die Gesichter von den Charakteren zu sehen. Aber dann ist unsere Resistenz richtig schlecht. Und da haben wir das hier bekommen. Fernstärke. Max SP. Die SP sind ja nicht schon ganz praktisch, ne? Und da haben wir noch das hier bekommen. SP auch. Erholung, Rückwurfresistenz ist mir dann doch cooler. Weil die Survival-Kampfhose, die ist ja viel geiler als der Pantalon. Doch, die finde ich eigentlich ganz cool. Das passt zwar nicht mehr zum Outfit, aber höhere Abwehr plus Resistenzen. Na gut. Ja, wahrscheinlich finden wir das später noch. Oh, es ist echt wie ein bisschen wie Monster Hunter. So, dann will ich kaufen. Das könnte ich ja nicht offscreen machen. Jupp. Okay, die sind nach Level. Sortiert, das ist schon mal gut. Kann ich Sachen kaufen? Ich wollte eigentlich zu den langen Schwertern, danke. Ah, was Besseres. Will ich wirklich? Ja, ich habe richtig viel Geld.
Ist Zinoiden, Crit Hit, Chance. Ist ja alles für Level 1, ne? Damit kann ich öfters Auto angreifen. Das ist nicht so stabil. Ja, ich werde mir einfach das hier holen. So, ein bisschen besseres Schwert. Kann ich eigentlich was Besseres für Lin holen? Sie hat eigentlich schon richtig gute Gatlings. Hm. Na gut. So, damit wäre das auch noch abgeschlossen. Quietsch, quietsch. So, dann wollte ich eigentlich noch jemand anderem neu. Geschworene Kameraden. Level 20. Das ist noch eine Mission auf der Map. Gwyn ist oft hier zu finden. Das ist doch der Typi. Doug ist oft hier zu finden. Irina, genau. Ich wollte ja Irina abholen. Damit wir eine volle Party haben. Gehe ich in die richtige Richtung? Map ein bisschen closer. Da unten sollte sie sein. Wer bist du denn? Serona. Hallo. Unterhalten. Ah, du kennst doch die Raubvogelsteige, oder? Diesen großen felsigen Berg im Norden von Primordia. Die Spitze kann man sogar auf eine Stadt aussehen. Die Gegend dort ist nicht vollständig erkundet. Also nervt uns Eleonora ständig damit, dass wir dort unten eine Expedition machen sollen. Aber auf der Raubvogelsteige wimmelt es nur von gefährlichen Kreaturen. Deshalb schieben wir die Sache schon lange vor uns her. Ah, leider gibt es im Moment keine anderen Missionen für uns, also müssen wir uns wohl oder übel auf den Weg dorthin machen. Ach, diese Eleonora hat ein Gesicht wie ein Engel, aber in Wirklichkeit ist sie der Teufel in Sekretärinnengewand. Ich fand sie bisher ganz sympathisch. Na gut. Ich renne in die falsche Richtung. Sie ist nämlich da runter. So, ich werde mich hier schon irgendwann mal zurechtfinden. So, warum ich Irina mitnehmen will, sie ist ja... sie ist... Da ist sie. Sie ist, Dings. Manipulatorin. Oh, hey, Charo, wie läuft's so? Sag Bescheid, wenn du Unterstützung brauchst. Ich helfe dir gerne. Nicht, dass ich dich für jemand Besonderen halte. Ich bin einfach schon länger bei Blade. Da sehe ich, das ist meine Aufgabe. Das Angebot steht, ja? Jupp, ich nehme dich mit. Verstanden. Überlass mir ruhig die schwierigen Aufgaben. So, seht ihr, sie ist ein Manipulator. Sie ist schon Level 14, what the hell? Alter. So. Und besteht, jetzt haben wir ein volles Team. Wer bist du denn, Marcus? Gibt's denn irgendwas? Das ist dieser eine Blade. Ein ziemliches Würstchen, wenn du mich fragst, die der Irina ständig umschwänzelt. Dauernd nervt er rum. Wahrscheinlich verhält er sich extra unbeholten, weil er in sie verschossen ist. Trotzdem sollte er es besser wissen. Er soll sich zusammenreißen und sie zum Essen einladen, Mann. What the hell? Naja, der direkte Weg ist nicht immer der beste, aber meistens sollte man den direkten Weg nehmen. Okay. Also, Primordia, Datensondenzeugs. Auf der Map gucken. Ja, wir haben Primordia erst zu 5,6% erforscht. Wir haben dort... Wir müssen dort eine Sonde hinpacken. Aber das Gebiet dort ist relativ gefährlich. Wobei, das könnten wir ja nicht noch packen. Ah, da ist Sonde 114. Das scheint jetzt ein ungefährliches Gebiet zu sein, aber es ist Nacht. Machen wir eine Schnellreise dorthin, dann müssen wir nicht so weit latschen. So... Mir schreibt wieder jemand um 1 Uhr morgens. Okay. Jetzt einfach bloß vorsichtig sein, wobei wir haben Irina dabei. Level 17er. Ja. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, hier nachts so rumzuwuseln. Ich muss mich irgendwo hinstellen, wo keine Gegner sind. Damit ich die Handlungsmission. So die verfolgte Mission ändern kann. Wow, guckt euch mal den Mond an. So.
Sondenkunde. Okay. Habe ich jetzt eigentlich neue Techniken? Ah, ja, habe ich. Ah, sehr schön, die bleiben schön aufgewertet. Cool. Kann ich die noch trainieren? Das war es wahrscheinlich mit... Ja. Was hat denn unsere liebe Irina? Stoßsalve, voller Einsatz, Glutgranate, Reparatur. Das ist wichtig. Aber ich glaube, ich werde vorerst alles einmal aufleveln. Und das hier nochmal aufleveln. Waffenschaden, Thermoschaden, Stärkpotenzial und Sachen. Wobei, wir haben noch TP, ne? Na komm. So. Und bei den anderen... Okay, das werden wir später noch machen. Okay, gut, gut. Habe ich schon okay gesagt und gut. Wir müssen natürlich genau... Genau in die Richtung. Oh, das gibt's doch nicht. Wir müssen durch verdammt gefährliches Gebiet durch. Das ist ein bisschen ein Problem. Ein bisschen ist gut. Sind da oben Viecher, die uns angreifen wollen? Oder sind das friedliche Viecher? Sie haben kein Zeichen, aber... Es könnte böse ausgehen, wenn die uns dann doch angreifen. Alles so hoch vom Level her, ne? Wir sind einfach Level 9. Aber ist gut, dass Irina ein höheres Level hat. Nein, das... wollte ich nicht. Ich will diese Zinikulas nicht angreifen. Die sind groß und gefährlich. Bereit mir Sorgen. Oh Mann, ich kann auch nicht aus diesem blöden Menü raus. Weil greifen die mich an, sobald die mich sehen? Wäre noch gut zu wissen. Vor uns scheinen Sachen zu sein. Aber was... Warum piepst das so? Komm ich da durch? Nein, 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 nein. 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 Das wollte ich nicht. Nein, komm zurück. Was macht ihr das? Oh. Okay. Das ist doof. Können wir einfach... Danke. Huch. Oh, meine Güte. Ich muss gucken, ob ich da irgendwie aus dem Kampfmenü raus kann. Das ist nämlich schlecht. Defektes Fahrzeug. Untersuchen wir das. Oh, meine Güte. Und wir sind gleich bei 25 Minuten. Wir haben noch fast nichts erreicht, außer halt fest angenommen, Leuten gequatscht. Ich würde da nicht schon gern die Sonde erreichen, weil ich noch weit weg. Aber wenigstens halten wir uns von Ärger weg. Reisepunkt entdeckt. Sehr gut. Sind das Grexe? Was Grexe sind, ist es nicht gut. Wo ist das überhaupt? Wir sind fast dort. Es ist gleich am See. Das sind keine Grexe. Die Biester da scheinen nicht feindselig zu sein. Das könnte aber trügen. Also wir haben einen Treibstofftank gefunden. Wir haben den See entdeckt. Sehr schön. Ich würde ja gern kämpfen, aber ich ist alles so von so einem Level. Nicht gut. So, wir haben noch ein paar Sachen gefunden. Sehr schön. Okay. Aber wir sind fast doch. Wo ist die Sonne? Wo soll ich die Sonne hinpacken? Ich muss
Wartet, Leute. Ich gucke mal schnell auf der Map. Sobald wir durch dieses Gebiet durch sind, das gefährlich ist, sind wir wieder in einem Gebiet, was nicht so gefährlich ist. Bitte seid friedvolle Viecher. Vielleicht sollten wir nicht durchs Wasser rumdingseln. Die scheinen friedlich zu sein, ne? Na gut. 25 Minuten, aber ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, ne? Dorthin zu kommen. Wobei, das könnte noch hinhauen. So, Sprintmodus bitte. Solange uns nichts angreift. Boah, locker. So. Nee, die Sonne will ich noch hinpacken. Damit wir wenigstens eine Mission quasi geschafft haben. Wir müssen ja noch, dann zurück, quasi zurückbringen. So, Knotenpunkt entdeckt. Sehr gut. Installieren wir die Datensonde. So, und? Untersuchung erfolgreich. Jetzt können wir die Datensonde noch in eine Fördersonde ändern. Bestätigen. Und Ketteneffekt. Sehr gut. Okay, Leute, hier sieht es friedlich aus. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute. In der nächsten Episode werden wir vielleicht noch versuchen, den einen Körner da zu suchen, je nachdem, wo der ist. Und ansonsten kehren wir zur Stadt zurück. Hoffentlich hat es euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht gibt es beim nächsten Mal mehr Action. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.